Und gestern hat es geschneit. Leider dem Clovis in den Nacken. Der liegt mit Grippe im Bett. Gott sei Dank ist Anton Studer da und wird uns jetzt über das neue Schwarz aufklären. Anton, leg los. Vielen Dank, Thomas. Läuft das? Hallo? Ah. Hallo zusammen, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wie gesagt, ich habe heute eine One-Man-Show, weil Clovis nicht da ist. Wir hatten ursprünglich ein kleines verbales Ping-Pong geplant. Das mache ich jetzt einfach alleine und es wird dann halt eher ein Pong. Ich weiß, man sollte früh morgens gleich nach dem Aufstehen nicht als erstes aufs Handy gucken und seine Mails checken. Zugunsten der Work-Life-Balance. Aber ich mache es trotzdem. Und es gibt Tage, da lohnt es sich besonders. Da gibt es ganz viele E-Mails, ungelesene, und eins mit dem Titel Bestellung Nummer 8650. Und ich schaue natürlich rein, um zu gucken, was da passiert ist, und sehe, dass über Nacht jemand in den USA für mehrere 1000 Franken ein Schiff gekauft hat. Da lohnt sich Schlafen ja doch. Und mein Herz macht einen kleinen Hüpfer und ich gehe natürlich schauen, wer das ist. Und es war in diesem Fall das Demokratische Komitee in den USA, die die Colroy, die wir vertreiben, die Marke Dro gestaltet hat, für die Wahlkampagne 2020 benutzt. Wir freuen uns natürlich sehr auf solchen publikumsreichen Anwendungen. Unser Schiff, das könnten wir uns kaum träumen. Aber es gibt auch Wochen, da geht nichts. Viele Besucher auf der Webseite, aber keiner kauft was. Irgendwann prüft man mal nach, ob der Checkout-Kanal kaputt ist. Oder ob die Mail vielleicht nicht mehr geht. Sie funktioniert. Verdammt. Und da kommen schon Fragen auf. Und dann fragen wir uns, was machen wir da eigentlich? Wollen wir noch Schriften gestalten, wenn wir 100 sind? Ja, genau so muss man sich das fragen, weil Schriftgestalter werden oft sehr alt. In unserem Falle beantworten wir die Frage mit einem fetten Ja und machen weiter. Wir stolpern von einem Schriftprojekt ins andere, machen ganze Fonts als Custom-Arbeiten für Uhrenhersteller, zum Teil auch nur Logo-Überarbeitungen, Schriften für Feriendestinationen und freuen uns natürlich besonders, wenn wir an historisch sehr wichtigen Projekten arbeiten können, wie in diesem Fall für die Schrift für das Museum für Gestaltung, das wir zusammen mit Rudolf Barmettler entwickeln durften. Es war ein sehr lehrreiches Projekt und hat uns vor allem, was die nachträgliche Zurichtung von Schrift angeht und Ausjustierung für eine bestimmte Größe in der Signaletik, enorm viel beigebracht. Und ich glaube, wir werden aber nie mehr einen Auftraggeber finden, der uns für eine solche Detailarbeit bezahlen wird. Es hat sehr Spaß gemacht. Aber wir wollen ja nicht nur Auftragsschriften entwickeln. Wir wollen eigentlich Fonds verkaufen. Und da könnten es natürlich etwas mehr Verkäufe sein. Manchmal merken wir, dass wohl niemand auf uns gewartet hat. Schreckliche Erkenntnis, ich weiß. Und da kommen Gedanken auf. Vielleicht müssen wir unser Vertriebsmodell überdenken. Zu einem der Großen gehen, wo das Publikum größer ist. Bislang entschieden wir uns dagegen. Wir sind eine Schweizer Foundry. Und ich habe immer das Gefühl, wir müssen irgendwie eigenbrötlerisch sein. Sonst wirkt das unauthentisch. Und unauthentisch sein, das bringt keine Likes. Das haben wir gelernt. Im Social Media Crashkurs, den wir uns selber gegeben haben. Weil kommunizieren müssen wir ja doch. Und schöne Bildchen machen für Instagram, das macht doch Spaß. Und für euch
machen wir das sehr gerne. Und nebst der ganzen Arbeit, die wir haben für unseren Shift-Vertrieb, Buchhaltung, Mails, Marketing, Vorträge vorbereiten etc., mag es verrückt klingen, aber eigentlich gestalten wir am liebsten Schrift. Wir verlieren uns in Details, erweitern den Zeichensatz, kommen von Hundertsten ins Tausendste und beginnen mehr Schriftprojekte, als wir fertig kriegen können. Das ist manchmal etwas deprimierend. Aber ich hoffe, das geht euch allen Schriftgestaltern so. Sagt bitte ja. Aber zum Glück müssen wir nicht alle Schriften, die wir vertreiben wollen, selber gestalten. Unser neuester Release zum Beispiel, Allegra und Alena, ein wunderbares Schriftgeschwisterpaar von zwei Meistern der Typografie aus St. Gallen. Ihr könnt wohl ahnen, wen ich meine. Haben wir erst kürzlich released. Und ich selbst kann mich kaum entscheiden, welche Schrift mir besser gefällt. Zuerst war es die Alena, im Moment eher die Allegra. Und ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass wir solch hochkarätigen Schriften bei uns vertreiben dürfen. Aber aus verkäuferischer Sicht ist es eigentlich ein Wahnsinn. Zwei Schriften, die, ich muss es so sagen, für normale Grafiker fast gleich aussehen und dann heißen sie auch noch ähnlich, erfolgreich vertreiben zu wollen. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, das würde sonst niemand machen. Aber wir können es und machen es mit Freude und haben wohl das erste Schriftgeschwisterpaar der Welt veröffentlicht. Aber wir haben ein Problem. Und zwar gibt es zwei Schriften mit weiblichen Namen bei uns im Katalog. Aber was uns fehlt, sind SchriftgestalterInnen, die ihre Schriften bei uns vertreiben möchten. Also falls jemand hier ist, der eine Schrift hat und weiblich ist und bei uns vertreiben möchte, sehr gerne. Das Schöne aber an einem eigenen Schriftvertrieb ist, dass wir machen können, was wir wollen. Wir müssen auf keine Marketingpläne hören, wir machen, was wir wollen und das machen wir zum Teil auch. Zum Beispiel haben wir die fetteste und wohl umlesbarste Schrift überhaupt gestaltet. Einfach so als Experiment. Clovis hat die gemacht. Sie heißt Noir, ist ja klar. Nachdem wir aber zahlreiche Versuche machten, um für diese Schrift ein Specimen zu machen und kläglich gescheitert sind, haben wir unseren Freund Duffy Kühne, Gestalter und Drucker, gefragt, ob er nicht für uns für diese Schrift ein Specimen machen könnte. Und er hat eins gemacht und es ist nicht ein Specimen, so wie wir Specimens verstehen, aber es wurde wunderbar. Es wurde ein Plakat mit einem Dalmatiner. Und die schwarzen Punkte des Dalmatiner sind die Buchstaben der Schrift. Danke, Duffy. Wir haben immer noch sehr Freude dran. Das Plakat ist übrigens bei uns erhältlich. Es gibt noch 50 Stück von einer Auflage von 120. Aber es geht ja nicht nur um uns. Es geht eigentlich um euch. Ihr Grafiker und Typografin, die sich Tag für Tag mit der Schwemme von Schriften, die auf den Markt kommen, auseinandersetzen müsst und die Übersicht behalten wollt, euch wollen wir glücklich machen. Und dafür haben wir uns überlegt, wie wir das machen können und haben eine Lizenzart eingeführt, die nennt sich Trust License. Das heißt, wenn ihr mehr braucht als einen Trial Font und eine Vollversion möchtet, dann schreibt uns eine nette Mail. Und wir senden euch, was ihr braucht, um arbeiten zu können. Zugegeben, es ist weniger anonym und etwas langsamer als Online-Lösungen. Dafür unkompliziert und menschlich. Nein, im Ernst, wir merken, dass das ganze Thema rund um Schrift mit Begriffen wie Open-Type-Features, Lizenzen, Webfonts etc. die meisten Gestalter überfordert.
Da dürfen wir dann beim Thema Variable Bonds Händchen halten gehen. Nicht selten werden wir für die reine Beratung angefragt. Und wer weiß, vielleicht machen wir da irgendwann mal einen Service draus. Da erzähle ich aber gerne ein andermal drüber. Herzlichen Dank.